Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, was die Vorteile von dem bezahlten Videoschnittprogramm bzw. Premiere Pro sind und werde das Ganze dann mit dem kostenlosen Videoschnittprogramm DaVinci Resolve vergleichen und werde euch dann am Ende noch erklären, ob es sich überhaupt lohnt, für ein Videoschnittprogramm Geld auszugeben. Und falls ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solchen Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne hier ein Abo dalassen. Schaut natürlich auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Links natürlich dazu auch wie immer unten in der Videobeschreibung. Bevor wir gleich mit dem Feature-Overview von beiden Apps beginnen und die beiden vergleichen, schauen wir uns erstmal die Preise an, die man für Premiere Pro bezahlen muss. Und dort haben wir 23,19 € pro Monat für Premiere Pro mit gesenkter Mehrwertsteuer. Das heißt, normalerweise muss man, glaube ich, 24 oder 25 € monatlich zahlen. Da ist man schon bei fast 300 € jährlich, die man bezahlen muss. Und dafür bekommt man alleine halt auch nur Premiere Pro. Das heißt, wenn man noch weitere Effekte bearbeiten will mit After Effects, hat man das immer noch gar nicht drin. Und dafür müsste man immer zusätzlich nochmal 23,19 € bezahlen. Ansonsten hat man natürlich noch die Möglichkeit, diese ganze Creative Cloud im ganzen Abo mit Photoshop und anderen Programmen dann zu bezahlen. Das kostet aber auch 57,99 € bzw. ohne gesenkte Mehrwertsteuer 59,99 €. Wenn man noch Schüler ist, dann muss man tatsächlich auch noch weniger bezahlen, und zwar 18,85 € monatlich. Das aber eben halt auch nur im ersten Jahr, denn ab dem zweiten Jahr muss man dann, glaube ich, knapp 30 € monatlich zahlen, was dann schon insgesamt jährlich 360 € wären, und das ist schon ein extrem krasser Preis, und den muss man, wie gesagt, jährlich immer wieder zahlen. Hingegen ist DaVinci Resolve tatsächlich komplett kostenlos, ihr müsst nichts dafür bezahlen, ihr könnt dann eben mal für 300 €, glaube ich, nochmal so eine upgradete Version von DaVinci Resolve mit noch so ein paar Zusatzfeatures kaufen. Ich glaube, für die meisten ist es aber eben halt nicht wirklich hilfreich, das zu kaufen, also es sind, glaube ich, nur so ein paar spezielle Features, die man in den meisten Fällen eigentlich eher nicht braucht. Dann beginnen wir als nächstes mal mit dem Vergleich von den beiden Programmen. Dabei beginnen wir einmal mit dem Overlay und der ganzen Anpassmöglichkeit, und da hat man auf jeden Fall bei einem bezahlten Schnittprogramm wie Premiere Pro die besseren Chancen, denn hier kann man tatsächlich jedes einzelne Fenster beliebig verschieben, an jede einzelne Position schieben, auf andere Bildschirme schieben. Dagegen hat man halt bei DaVinci Resolve nur die Möglichkeit, die einzelnen Fenster hier anzuordnen, also kleiner und größer zu machen, aber man kann die halt nicht irgendwie in der Reihenfolge verschieben, das heißt, kann jetzt kein Fenster anklicken und hier die Timeline woanders hinpacken oder so. Das geht nicht. Dafür hat man aber tatsächlich relativ gute Overlays schon von Grund aus. Also ich finde, die sind auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgeteilt und man kann auf jeden Fall ziemlich gut damit klarkommen. Allerdings kann man halt keinen zweiten Bildschirm nutzen. Das ist so auf jeden Fall der kleine Nachteil dabei. Aber ich finde auf jeden Fall, hier mit den ganzen einzelnen Fenstern ist es trotzdem sehr, sehr gut gelöst. Also man hat hier für jeden einzelnen Arbeitsbereich sehr, sehr gut aufgeräumte Bereiche. Und dort kommen wir eigentlich auch schon zum ersten Vorteil von der DaVinci Resolve jetzt speziell. Und zwar finde zumindest ich persönlich, dass es deutlich übersichtlicher ist als Premiere Pro. Also man kann ja deutlich leichter die ganzen Optionen finden. Das heißt, man wird, glaube ich, in Premiere Pro etwas mehr Zeit am Anfang brauchen, um damit klarzukommen. Der nächste ganz wichtige Punkt sind natürlich Effekte. Und da gibt es natürlich in Premiere Pro eine Menge an Effekten. Aber ich finde, es gibt auch sehr, sehr viele unnötige Effekte, die sich teilweise einfach doppeln hier drin, wo man sich so fragt, warum die überhaupt dann nochmal drin sind. Und dagegen fehlen dann eben halt so manche Presets, die man sich dann erst eigenhändig wieder vernünftig erarbeiten muss und dort halt schauen muss, wie man das Ganze richtig anordnet. Beispielsweise bei einer Transition, die so ein bisschen eben halt mit Blur gemacht wird, muss man das alles custom machen. Wenn man bei DaVinci Resolve einfach hier an der Seite einmal auf Video Transitions gehen kann, hier eine Blur Dissolve draufpacken kann und fertig ist das Ganze, und das muss man eben halt im Premiere Pro mit 5 Schritten irgendwie machen. Dann auch ein weiterer Vorteil, den ich bei DaVinci Resolve habe, ist, dass man hier bei den ganzen Fenstern und den Effekten auch immer Vorschauen sehen kann. Das heißt, man kann hier einfach einmal rüber scrollen und sieht dann halt, wie sehen die Effekte zum Beispiel aus, oder wenn man hier in so einem Bild ist, kann man eben halt direkt das ganze Video so als Preview sehen und muss das halt nicht erst reinziehen oder muss irgendwie Doppelklick drauf machen, sondern kann das wirklich instant einfach sehen, und das ist auch wirklich sehr, sehr praktisch in DaVinci Resolve. Dann muss ich auch sagen, sind die ganzen Effekte deutlich besser gewählt. Also es gibt deutlich bessere Effekte in DaVinci Resolve als in Premiere Pro, und gerade was hier Transitions angeht, hat man hier wirklich gute Transitions, während es in Premiere Pro so ziemlich gar keine wirklich guten Transitions gibt. Ein weiterer Vorteil bei DaVinci Resolve ist auch, dass man im Prinzip wirklich alles in einer App hat. Das heißt, man hat es nicht wie bei Premiere Pro, wo man dann After Effects nebenbei noch offen haben muss oder am Ende zum Encoden muss man keinen Media Encoder offen haben. Denn man hat ja im Prinzip als After Effects Pendant einmal Fusion, und hier kann man genauso gut Effekte einstellen. Was bei After Effects sehr, sehr
häufig hat, ist, dass es wirklich ein sehr, sehr kompliziertes Programm ist. Wenn man das Ganze ein bisschen versteht, dann kommt man dann ganz gut damit klar, hat man viele Optionen halt dabei. Bei DaVinci Resolve hat man das, glaube ich, einfach etwas leichter, diesen Zugang dazu zu bekommen. Außerdem gibt es auch dieses Fenster, das Color-Fenster. Man kann hier nämlich unter anderem einmal alle möglichen Color-Einstellungen machen. Hat hier wirklich sehr, sehr viele Optionen. Außerdem kann man hier zum Beispiel auch, was richtig praktisch ist, einen Stabilizer sehr, sehr easy benutzen. Dafür müsste man beispielsweise in Premiere Pro auch wieder nach After Effects rübergehen, den Clip dort erst reinladen und das halt so doppelt einfach nebenbei machen. Und hier hat man halt einfach die Möglichkeit, dass man auf einen Clip gehen kann, Stabilize sagen kann, das Ganze analysiert einfach durch und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut einfach. Und von den Effekten her, diese ganzen AI-Effekte, muss ich sagen, kann auch definitiv DaVinci Resolve deutlich besser als Premiere Pro. Ich muss sagen, die Timeline ist tatsächlich eine Sache, die im Premiere Pro etwas besser ist. Die ist hier einfach eben etwas leichter gehalten. Aber das halt eher etwas vom Visuellen her. Vom reinen Schneideprozess geht das nämlich tatsächlich, glaube ich, sogar besser in DaVinci Resolve. Man kann ja deutlich leichter sehen, welchen Effekt man gerade, beziehungsweise welches Schneidewerkzeug man gerade ausgewählt hat. Das geht, finde ich, auf jeden Fall leichter in DaVinci Resolve. Und ansonsten kann man auch Clips sehr, sehr gut immer rumschieben und hat dort im Prinzip auch so ziemlich mindestens mal genau gleich gute Features wie in Premiere Pro. Und damit kommen wir dann auch schon direkt zum letzten und für mich tatsächlich entscheidendsten Punkt für die beiden Schnittprogramme. Und zwar ist das die Performance von den beiden Schnittprogrammen. Und da muss ich sagen, ist DaVinci Resolve tatsächlich sehr, sehr weit vorne, denn hier das Video-Editen in der Timeline funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Also das ist wirklich komplett clean. Man kann ja relativ snappy überall rumklicken. Ich kann auch in 13 Stunden, also war ich hier ursprünglich mal in 13 Stunden Clip, konnte ich locker reinladen, ging wirklich sehr, sehr schnell, man kann sehr schnell bearbeiten, das Reinladen funktioniert gut. In Premiere Pro hingegen ist es wirklich extrem unperformant. Erstens, die Clips brauchen super lange meistens zum Reinladen, obwohl ich natürlich alle Clips auf einer SSD speichere, dauert es wirklich Ewigkeiten. Es kann auch ein 8 Minuten Clip sein, trotzdem dauert es einfach eine gewisse Zeit, bis dann irgendwann mal die Audio Waveform erstellt ist. Dann auch beim Editen, wenn man in der Timeline rumklicken will, geht das vielleicht doch in den ersten 2 Minuten ganz gut klar. Dort kann man auch relativ gut hier überall hinspringen, ohne dass es Ewigkeiten dauert. Aber wenn man dann hier so in die 3 bis 6 Minuten Range kommt, da fängt es dann wirklich an zu laggen und jedes Mal, wenn man draufklickt, muss man immer wieder warten, bis es geladen hat. Und das ist nicht mal das Schlimmste, denn bei mir zumindest so ungefähr ab 2 Minuten, 2,5 Minuten, 3 Minuten ungefähr, beginnt das eben halt wirklich selbst beim Playback zu laggen. Ich glaube, das war auch noch nicht immer so, weil so wie ich mich erinnern konnte, als ich angefangen hatte mit Premiere Pro zu schneiden, ging das tatsächlich alles. Also dort lief es relativ clean. Und ich finde auch generell so von den anderen Features ist größtenteils DaVinci Resolve häufig, ehrlich gesagt, besser als Premiere Pro. Und das Einzige, weshalb sich im Prinzip Premiere Pro lohnt, ist, wenn man das Ganze im Paket mit Photoshop halt zusammenkauft, weil eben halt Photoshop ein wirklich sehr, sehr gutes Programm ist. Genauso wie zum Beispiel auch Adobe Illustrator. Das sind wirklich Programme, die man halt nicht mit irgendwelchen anderen so gut und so leicht eben halt ersetzen kann. Dafür lohnt es sich dann schon, aber wenn man eben halt wirklich nur Videos schneiden will und eben halt jetzt vielleicht auch nicht so unendlich viel Geld hat, dann würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, DaVinci Resolve eher zu benutzen. Falls ich in Zukunft auch nochmal ein Tutorial-Video zu DaVinci Resolve machen soll, schreibt dann gerne in die Kommentare und damit war es dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video oder bis nachher zum Stream. Ciao.